Und herzlich willkommen zu einem lang erwarteten Video. Okay, wahrscheinlich wurde es von niemandem lang erwartet, aber ich sag jetzt mal lang erwartet, weil mein letztes Video 14 Tage alt ist. Jedenfalls haben wir die wunderbare Aufgabe von? Okay, ich habe mir die Aufgabe ausgedacht. Ja, wir dürfen heute keine Pumpgun benutzen. Ich weiß nicht, in welchem Modus wir spielen, aber ich nehme an, wir werden erstmal in Solo-Showdown reingehen. No Pumpgun Challenge heute. Wenn ich ausraste und eine Pumpgun benutze, ist das Video vorbei. Keine Ahnung. Egal, wir gehen am besten erstmal in die Runde. Wusch. Hallo. Junge, du benutzt eine Pumpgun, du hast die Challenge verloren. Oh cool, 100 B-Bucks. Das kann man ja immer mal gebrauchen. Oh, wieso sind hier überall Pumpguns? Das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich werde sowieso nichts reißen. Oh, komm. Köder? Das ist ein Köder. Laufen da Spieler automatisch hin oder wie? Soll ich das jetzt verstehen? Er schafft einen Köder mit dem Aussehen des Spielers, der die Granate geworfen hat. Ah, so. Das kennt ich ja noch gar nicht. Na dann, ja, das ist bestimmt ein bisschen nützlich, ne? Kann ich mal irgendwo Minis finden? Ah, cool. Ah. Jo, oh Mann, wieso sind hier denn überall Schrotflinten? Ich darf die doch gar nicht benutzen. Oh Mann. Ich höre eine Kiste. Wo ist die Kiste? Wieso funktioniert dieser Punkt nicht? Oh, toll. Dezent langweilig. Ich nehme einfach mal das Medkit mit. Oh. Ah, ein Versteck. Oh. Lol. Ha, ja, das ist ja witzig. Aber diese Granaten hier könnten echt hilfreich sein, wenn man gerade mitten in einem Fight ist. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und ich mir dann vielleicht einen Battle Pass mal kaufen kann, dann abonniert doch einfach den Kanal, damit Epic Games aufmerksam auf mich wird und ich einen Creator-Code kriege. Bin so arm. Nein, Spaß bin ich nicht. Aber abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt. Müsst ihr aber natürlich nicht. Fände ich aber schön. Und da ist jemand. Ich bin irgendwie immer einer dieser feigen Spieler in Fortnite und ich frage mich, wieso ich der einzige Feige bin. Ich meine, wenn ich einen Spieler sehe, renne ich weg und attackiere ihn nicht. Aber wenn ein Spieler mich sieht, dann attackiert er mich. Okay, weiß ich ja nicht, ne? Also muss ja nicht sein, dass ich diesen Spieler dann sehe. Aber ja, schon, ich bin ziemlich feige und die meisten sind es leider nicht. Aber dass die Bots entfernt wurden und irgendwie die Spieler werden immer schlechter. Was ich gut finde. Die wurden ja immer besser. Und jetzt, wo Fortnite leider den Absturz hat, werden die immer schlechter. Und das finde ich gut. Das bringt mich dazu, das Spiel ein bisschen mehr zu spielen. Denn in Season 11 war ich halt richtig inaktiv. Also Anfang habe ich viel gezockt, weil es halt einfach spannend war mit der komplett neuen Map und den neuen Grafiken. Aber mittlerweile, ja, in Season 11 ist halt einfach nicht viel passiert. Das Star Wars Event war cool. Da habe ich mit Paul gerne gespielt. Aber, ne. Ja, danach ist leider nicht viel passiert für einen Monat und ja, ich hoffe, diese neue Season ändert das mal ein bisschen, aber Fortnite ist halt leider, ich muss leider sagen, Fortnite ist tot. Also, okay, man könnte sagen, Fortnite liegt im Sterbebett, aber ja, es liegt im Sterbebett, es hat eine Krankheit, die nicht heilbar ist, also sie ist heilbar, aber die Ärzte sind nicht gut genug, um sie zu heilen. Coole Metapher. Naja, ein bisschen lang formuliert, aber die Bedeutung trifft es grob. Und hier sind einfach mal drei Kissen. Das ist cool. Oh, toll. Super, wie ich ziehen kann. Eine Pumpgun, natürlich. Ich nehme aber einfach mal das Medkit mit. Und was ist da rausgekommen? Natürlich eine Pumpgun. Wie? Da kommt jetzt auch eine Pumpgun raus. Oh, toll. Mann, das ist ja langweilig. Langsam überlege ich einfach, ob ich die Challenge einfach abbrechen soll, mir eine Pumpgun schnappen soll und jeden wegmachen soll. Und wieso sind die Munitionsdrops nur noch 10 Munition? Das finde ich voll blöd. Das finde ich total blöd. So, einmal diese Granate ausprobieren. Jawohl. Kann der Dude jetzt schießen? Wenn ja, wäre das richtig OP. Oh, schade. Die leben leider nur kurz. Dann werfe ich die Granaten mal weg. Tschüss, ihr Loser. Alter, es leben nur noch 17 Leute. Ah, da vorne. Und ich habe nur drei Waffen und keine von denen ist gut. Ja, okay, die sind gut, aber
Ja, noch wahrscheinlich alle so Scars und sowas. Immerhin bin ich weit gekommen. Boot. Jawohl! Ha, ha! Ha, Worte mit Metall ein, was für ein Opfer. Yeah! Oh Gott, ein Rocket Dodger. Jawohl! Jawohl! Ich hab ihn! Nein! Nein, 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 nein! Puh, Gott! Nein! Oh Mann! Oh Minu! Oh mein Gott, ich bin reich, Leute. Ich habe 100 V-Bucks bekommen. So, Leute, das war's dann aber auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir noch mal bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Und ja, tschüss.